In diesem Video geht es um die Histaminintoleranz und vielleicht bist du gar nicht sicher, ob dich das Thema überhaupt betrifft. Das klären wir in diesem Video. Ungefähr die Hälfte der HPUler hat auch Probleme mit Histamin. Und hier geht es in erster Linie darum, dass das überschüssige Histamin sich im Körper anhäuft und nicht richtig abgebaut werden kann. Wenn du noch gar nicht sicher bist, ob du davon betroffen bist, dann schauen wir uns erstmal die Symptome an. Die sind nämlich nicht ganz eindeutig und deshalb ist es oft gar nicht so einfach zu sagen, ist dieses Symptom jetzt von der HPU oder von der Histaminintoleranz oder beides? Genau. Eine Histaminintoleranz kann sich quasi überall im Körper bemerkbar machen und nicht immer treten alle Symptome auf, manchmal nur in einem Bereich, manchmal auch gemischt. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was so die typischsten, häufigsten Histaminthemen sind. Also der Klassiker bei der Histaminintoleranz ist, dass du direkt auf histaminhaltige Lebensmittel reagierst. Zum Beispiel, wenn du ein Glas Rotwein getrunken hast oder so richtig schön italienisch gegessen hast mit Balsamico-Essig und Parmesan und einer schönen Tomatensauce über deinen Nudeln, dazu ein Glas Rotwein und dann direkt nach dem Essen kriegst du Herzrasen, dir wird heiß, dein Gesicht wird rot, du kannst auch wie so eine Art Panikattacke bekommen, dass du das Gefühl hast, um Gottes Willen, irgendwas stimmt jetzt hier gerade mit meinem Körper nicht. Das alles sind ganz normale Histaminreaktionen. Es kann auch sein, dass du plötzlich Durchfall bekommst oder heftige Übelkeit. All sowas kann auf eine Histaminabbaustörung hindeuten. Es gibt aber auch so ein bisschen unspezifischere Dinge, wie zum Beispiel Ängste, die häufig da sind, ein komisches Gefühl in der Herzgegend, Migräne, auch mal Themen auf der Haut, also so quaddelartige Ausschläge. Ein ganz häufiges Symptom ist, dass du Hitze nicht gut abhaben kannst, dass du auch das Gefühl hast, zu viel Sonne tut dir nicht gut. All das kann auch auf eine Histaminintoleranz hindeuten. Das ist alles ein bisschen diffus, das weiß ich, und deshalb möchte ich dir an der Stelle zu einem Test raten, der hier einfach nochmal Licht ins Dunkel bringen kann. Und zwar ist es ein ganz einfacher Urintest, den kannst du zu Hause durchführen und gibt man hier einfach eine Urinprobe ab, schickt die zurück ins Labor und dann bekommst du eine Aufschlüsselung, ob du einen Histaminüberschuss hast und wenn ja, welcher der Abbauwege nicht richtig funktioniert. Denn ich erlebe es ganz oft, dass wenn man sowas mal beim Arzt anspricht, dann wird häufig nur die DAO gemessen. Manchmal im Blut, manchmal im Stuhl. Und anhand dieses Wertes werden dann Schlussfolgerungen gezogen, liegt eine Histaminintoleranz vor oder nicht. Aber die DAO, die bildet nur einen Teil der Histaminabbauwege. Und zwar den Abbauweg, der eigentlich gar nicht so häufig benutzt wird. Der viel wichtigere Weg ist der HNMT-Abbauweg im Stoffwechsel. Und hier kann man leider das Enzym weder im Stuhl noch im Blut nachweisen. Deshalb ist es vielen Ärzten noch gar nicht so ein Begriff. Dieser Abbauweg baut aber 80% des körpereigenen Histamins ab und die DAO nur 20. Und wenn die DAO mal ausfällt oder ihren Job nicht so richtig macht, dann rutscht das ganze Histamin in den Stoffwechsel rüber und muss von dem HNMT-System abgebaut werden. Und was ich so gut finde an diesem Urintest, ist, dass er eben beide Hauptabbauwege aufzeigt. Und wichtig ist ja natürlich immer das Verhältnis. Also, wie viel Histamin habe ich im Stoffwechsel und wie gut funktionieren meine Abbauwege? Und wenn man hier ein gutes Verhältnis hat, dann hat man keine Probleme mit Histamin. Wenn dieses Verhältnis aus den Fugen geraten ist, dann hat man eben zu viel Histamin im Stoffwechsel und das kann durchaus massive Probleme machen. Wenn du jetzt hier mal reinschauen möchtest, dann verlinke ich dir gerne den Histamintest und da kannst du den einfach mal bestellen und nach ein paar Tagen hast du auch schon das Ergebnis in der Post oder in deinem E-Mail-Postfach und dann weißt du Bescheid, könnte das für mich ein Thema sein oder nicht. Und falls du große Probleme mit Histamin hast, dann empfehle ich dir zusätzlich noch meinen Histaminkurs. Da lernst du alles rund ums Thema Histamin. Du lernst genau, wo muss ich ansetzen, damit ich dieses Problem lösen kann. Denn die Lösung,
eines überschüssigen Histaminproblems ist nicht, dass du jetzt dein Leben lang histaminarm isst. Das ist am Anfang mal sinnvoll, um Stress aus dem System zu nehmen, genauso wie wir es bei der HPU-Therapie ja auch machen. Erstmal alles beruhigen, Entzündungen runterfahren, dafür ist histaminarme Ernährung super. Dann muss man aber an die Ursachen rangehen. Und genau das lernst du in meinem Histaminkurs.